Weiter geht's in den tiefen Wegen. Und wir kämpfen direkt gegen einen Steingolem, der einen Stein nach uns wirft. Yay! Voll lieb von dem und so. Ach, das ist alles da, der da so rumschreit. Ich dachte immer, das wären die Zwerge. Au, au, au. Okay. Ich lasse den Schwierigkeitsgrad jetzt, solange wir hier so viel Kämpfe haben, erstmal auf niedrig. Einfach, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Ich würde es sicherlich auch auf normal schaffen, aber ich weiß nicht, ich möchte halt ehrlich gesagt hier jetzt einfach etwas schneller durch und ich habe nicht so richtig Lust, dass sich das jetzt hier so ewig hinzieht. Morrigan kommt hier nicht durch. Das... So, dann kannst du den hier mal einfrieren. Du kommst mal ein Stück nach vorne. Okay, hier ist noch ein Steingolem. Müssen wir wieder ein Stückchen zurück. Wo läuft der eigentlich hin? Weiß es nicht. Wir möchten ihm auf jeden Fall mal nicht im Weg stehen. So. Alistair, du kommst jetzt mal ein Stück nach vorne. Liana hat übrigens Level Up, das ist sehr schön. Ja, und du gehst mal auf den drauf, dann... Ja, wir brauchen eigentlich noch mehr so Flächenschaden und so. Das Problem an Flächenzaubern ist immer, dass die sich daraus bewegen. Das hat uns jetzt echt viel Mana gekostet und im Endeffekt hat es uns nichts gebracht. Buch der Schwäche, dann hätte ich es. Unsere beiden Magier haben keinen Mana. Das ist ja super. Warum hat sie ihren Wirbel da nicht an? Komisch. Doch, hat sie doch. So, durch den Sturm sollten wir jetzt mal nicht durchgehen eigentlich. Alistair ist clever genug, außen rum zu gehen, oder nicht? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Okay. Looten. As you say. Lyrium-Tränke nehmen wir immer gerne. So, Liliana, zeig mal her. Du hast... Oh ja, Pfeil der Vernichtung wollen wir auf jeden Fall. Oh ja. Das ist super. Was haben wir denn jetzt so genug Wert für alles? Ja, dann sollten wir vielleicht wirklich weiter auf Geschicklichkeit gehen, dass die Gute auch jetzt langsam mal ein bisschen erwähnenswerten Schaden macht, weil... Ja, das Ganze ist halt irgendwie noch nicht so richtig so, wie ich es gern hätte. Ich habe das damals schon festgestellt, als ich selber mal einen Bogenschützen gespielt habe, dass es sehr, sehr lange dauert, bis Bogenschützen in Dragon Age Origins wirklich
stark werden. Das ist immer ein bisschen schade. So, Klugheit. Was bringen wir denn mal Avina bei? Das ist sehr geil. Darauf habe ich Bock. Wir müssen eigentlich mal hier alles so ein bisschen aufräumen, dass wir die Fähigkeiten nach vorne holen. Dass wir halt hier nicht alles durcheinander haben, weil dann blicken wir irgendwann gar nicht mehr durch, was wir überhaupt machen können. Versteinerung zum Beispiel oder hier diese ansteckende wandelnde Bombe, die haben wir noch gar nicht ausprobiert, weil wir irgendwie nicht so richtig sehen, dass wir diese Fähigkeiten überhaupt haben. Ähnliches bei Morrigan. Wir räumen mal die Lyrium-Tränke weiter nach hinten. Ups. So. Dann haben wir die Fähigkeit noch. Das sieht doch ganz gut aus so. Hier noch ein bisschen Platz. Liliana hat jetzt den Pfeil der Vernichtung gelernt. Die Frage ist, wie ist das denn in unseren Taktiken eigentlich drin? Nö. Irgendwie nicht. Also sie benutzt den gar nicht. Das heißt, wir müssten den halt eigentlich noch mit einbauen, ne? Ist das denn... Okay, das ist ein Schießmodus anscheinend. Nee, das ist... Also Crit... Okay, wir tauschen das mal aus gegen Pfeil der Vernichtung. So. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt so in Ordnung ist. Morrigan hat welche Taktik? Ja, hier hätten wir zum Beispiel noch Fluch des Gebrechens mit einbauen können. Statt Lebenskraftentzug vielleicht. Es ist schon ganz gut, was sie macht. Sie hat sehr viel CC. Hallo. So, was ist denn die Taktik von unserem Charakter? Wandelnde Bombe möchte ich eigentlich nicht. Totenruf fände ich cool. Oder, ja doch, Totenruf fände ich cool, wenn sie das automatisch benutzt. Okay, was haben wir da für Bedingungen? Selbstverbündeter Gegner. Status, kann man hier sowas wie tot? Ne, irgendwie nicht, ne? Vielleicht kann man das einfach nicht automatisieren. Habe ich jetzt nicht gefunden, die Bedingung, dass der Gegner tot sein muss. Was packen wir denn dann ansonsten in den letzten Slot nochmal rein? Ich meine, wir könnten Versteinerung reinpacken. Das benutzt sie ja sonst nicht. Aber wir haben eigentlich genug CC. Sie soll lieber Schaden machen. Arkanabolzen, Blitz benutzt sie. Eisige Umarmung benutzt sie auch. Heilen könnte sie vielleicht noch automatisch. Das wäre noch ganz gut. Verbündeter, Gesundheit, unter...
50%, da kannst du dann ruhig mal einen Heal benutzen. So. Man muss ja ab und zu mal irgendwie wieder in die Taktik-Einstellung reingucken. Das haben wir ja ewig nicht gemacht. Silberkelch. Mhm. It's done. Ja gut, diese Kristalle, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wofür wir die brauchen. Oder ob es überhaupt sinnvoll ist, die aufzuheben. So, hier ging es weiter. Wahrscheinlich geht es dann hier nach oben. Wir gucken uns aber erstmal noch hier auf dieser Terrasse um. Kurzbogen Eisenborke. Ja gut, also der, den wir haben, ist auf jeden Fall besser. Nehmen ihn trotzdem mal mit. Ich meine, es gibt ja immer ein bisschen Gold, ihn dann zu verkaufen und so. Und das ist halt nicht schlecht. So. Da geht es dann auch schon weiter. Ich möchte gerne speichern. Nicht, dass uns das nochmal passiert, was uns in der letzten Folge passiert ist. Oder in der vorletzten? Vorletzten. Okay, warum haut ihr ab? Okay, das ist interessant. Warum sind die Spinnen jetzt abgehauen? Vor was? Vor dunkler Brut wahrscheinlich, oder? Hm. Ich habe ein bisschen Angst. I am ready. Schwere zwergische Handschuhe. Okay, das Spiel speichert jetzt, dann kommt jetzt irgendwas. Okay, anscheinend kommen jetzt einfach alle Spinnen auf einmal. Auch nicht schlecht. Nee, wir machen das mal anders. So. Sehr schön. Codex aktualisiert. Haben wir das mit den Riesenspinnen schon gelesen? Egal. Riesenspinnen tauchen meist in alten Ruinen und anderen Plätzen auf, wo der Schleier durch magische Störungen oder eine große Zahl von Todesfällen dünn geworden ist. An solchen Orten dringen Geister und Dämonen in die Welt der Lebenden ein und versuchen, die Kontrolle über Lebewesen zu erlangen. Okay. Darunter auch Spinnen. Allerdings sind nicht alle Scholaren von diesem Erklärungsversuch überzeugt. Einige sind vielmehr der Ansicht, der dünne Schleier ließe es zu, dass Magie aus dem Nichts durchsickert und Kreaturen wie die Spinnen verdirbt. Sie werden dann zu größeren und stärkeren Wesen, als die Natur es je vorgesehen hat. Es ist zwar bekannt, dass ihr Gift sehr stark ist und sie ihr Netz im Kampf gegen Feinde einsetzen, aber es gibt kaum Studien über sie. Und ihre weiteren Fähigkeiten sind daher noch immer im Verborgenen. Verderbte Spinnen sind große Arachniden, die ursprünglich in den tiefen Wegen vorkamen und sich dort von großen Fledermäusen ernährten. Als die tiefen Wege der dunklen Brut in die Hände fielen, begannen die Spinnen Genloks zu fressen. Sie vermehrten sich enorm und wurden größer. Die Verderbtheit der dunklen Brut wurde zu einem festen Bestandteil ihres Systems und wird seitdem vererbt. Das ist auch der Grund für den abnormen Größenzuwachs und ihre Aggressivität. So ein Viech möchte man sehr gerne in seinem Schlafzimmer haben. Einige verdorbene Spinnen haben in Wäldern an der Oberfläche einen Bau angelegt, aber die meisten bleiben doch unter der Erde in der Nähe ihres verderbten Futters. Okay. Coole Viecher. Definitiv coole Viecher. Another battle I see.
Darf ich nochmal kurz erwähnen, dass... So, warte mal. Wenn wir jetzt die Kontrolle... Ah, ne, okay. Der Kampf ist schon vorbei, oder? Eigentlich müsste sie ihn jetzt heilen. Ich weiß nicht, wovon er Schaden bekommt. Ist er irgendwie... Fluch der Sterblichkeit. Ah, okay. Hm. Ah, da hinten ist noch ein Viech. Okay. Also, Avina... Okay, Avina hat ihn jetzt geheilt. Das ist schon mal gut. Konzentriertes Schlangengift ist doch was für unsere Liliana zum Giftwerfen. So, dann hätten wir hier noch einen Weg, bevor wir weiter geradeaus gehen. Und ich bin gerade relativ froh, dass es dann... Ach nee, nee, das ist nur ein Fluss. Ich glaube, da ist kein Weg. Okay, dann können wir nur da lang oder da lang. Gehen wir in die Richtung. Oh, das ist ein Gegner. Wir gehen in die andere Richtung. Hm. Das sieht nach einem Questmarker aus. Das ist ein fehlerhafter Eiskristall. Oh nö. Okay, das ist eine böse, böse, große, miese, fiese Riesenspinne. Und sie haut wieder ab. Warum haut sie wieder ab? Ich weiß es nicht. So, Morgan, du solltest nicht alleine gegen diese Spinne kämpfen. Komm mal ein bisschen zurück. Der Schwäche wäre jetzt sinnvoll. Okay, der wird gerade... Ups, nee. Da wird gerade zerfleischt. Ich frage mich... Warum ist Morgan umgekippt? Ich frage mich gerade, ob Totenruf... Okay, es scheint nur bei Humanoiden zu funktionieren. Okay, das Morgan tot ist, ist jetzt nicht so geil. Warum? Okay, du musst irgendetwas tun, dass diese Spinne dich nicht angreift. Das wird bei Bossen nicht funktionieren. Okay. Ready. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die Betäubung hat funktioniert. Kommen wieder neue... Die sehen aber schon auch ganz schön eklig aus, ne? Das muss ich jetzt aber mal betonen. So. Schade, dass ich sowas wie Wiederbelebung nicht habe. Könnten wir theoretisch noch lernen. So, da ist die Dicke wieder. It is begun. More.
Okay, Liliana sollte jetzt... Ah, da haut sie wieder ab. Ey, das nervt ja. Gar nicht nervig oder so. Nee, nee. Lass das. Hat sie jetzt diesen Todesschussmodus an? Zu geringe Ausdauer. Nein! Ach. Okay, jetzt wird es langsam ein bisschen haarig. Okay. Ja gut, jetzt müssen wir wieder Verletzungsausrüstung nutzen, ne? Irgendwie ist der Kampf aber noch nicht vorbei. Starker Wärmebalsam, Blutlinie. Das ist eine Kriegsaxt. Die gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Seidene Webhandschuhe. Mit Naturschadenserhöhung. Und eine massive Zwergenrüstung. Okay. Okay, wieso denkt das Spiel jetzt, wir sind noch im Kampf? Ah, weil jemand noch tot war. Okay. Schmiedeherz. Feuerresistenz. Minus 1 Geschicklichkeit. Ja, gut. Könnten wir Alistair geben. Resistenzen sind natürlich immer gut. So, wir gucken jetzt mal uns die Ausrüstung an. Also, seidene Webhandschuhe. Das ist halt das Leder, ne? Voraussetzung Magier. Ich glaube aber, Morrigan macht mehr Naturschaden als Avina. Und Feuerschaden macht sie sowieso nicht. Wir geben trotzdem mal... hier mal diese Handschuhe, weil die einfach mehr Verteidigung haben. So, wie sieht das jetzt aus? Okay, die zwergischen Handschuhe kann er nicht tragen. Und die Zwergenrüstung auch nicht, weil er einfach nicht genug Stärke hat. Da müssen wir echt mal noch dran arbeiten. So, das Ding, weiß ich nicht. Was trägt er denn? Nee, das ist definitiv besser. Liliana hat noch gar keine Ringe. Das ist nicht cool. So, jetzt gucken wir nochmal wegen der Axt. Ist eine Geschicklichkeit-Axt. Nee, das ist dann aber auch nix. Okay. Haben wir uns doch schon wieder ordentlich weitergekämpft hier. Da unten ist noch ein Gegner. Entschuldigung. Bin halt noch ein bisschen erkältet. Manchmal passiert das einfach so beim Einatmen, ohne dass ich das mit Absicht machen würde. Novizen, Kalteisen, Rune. Ja, warum nicht? Rankas Tagebuch. Das sieht aus wie ein Tagebuch. Es ist beschädigt, aber noch benutzbar. Als du die staubtrockenen Seiten durchblätterst, erregt der Text deine Aufmerksamkeit.
Wir haben heute Beweise gefunden, dass der Amboss der Leere nicht im Ortanteig hergestellt wurde. Wir gehen nach Süden zu den Todesgräben. Der Amboss muss sich irgendwo jenseits davon befinden. Meine Soldaten erklären mich für verrückt, weil die Todesgräben voller dunkler Brut sind und wir bestimmt sterben, bevor wir den Amboss finden. Falls wir ihn finden. Ich lasse das hier, für den Fall, dass sie recht behalten. Wenn ich in den Gräben sterbe, kann dennoch jemand meiner Leiche vorbei weiter marschieren und den Amboss zurückholen. Denn wenn er verloren bleibt, sind wir es auch. Wenn ich nicht zurückgekehrt bin und Ogryn noch lebt, so sagt ihm, nein, was ich ihm zu sagen habe, ist nur für seine Ohren bestimmt. Das ist mein Abschiedsgruß. Okay, wir haben also ein Zeichen gefunden, dass Branka hier war und dass sie nach diesem Amboss gesucht hat. Und wir wissen jetzt, wohin wir ihr folgen müssen. In die Todesgräben. Das klingt sehr, sehr, sehr einladend. Hier geht es dann auch schon zur nächsten Karte. Cool. Die Todesgräben, die Festung Baunamar, die einst Heimat der mächtigen Legion der Toten war und später zum großen Bedauern der Zwerge an die dunkle Brut verloren ging. Na dann. Na, bekommen wir einen Zwischenencounter? Anscheinend nicht. Was ist das? Oh, dunkle Blut. Nett. Hier möchte man doch gerne bleiben und ein Picknick machen. Ja, die Todesgräben. Und was wir hier finden, sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis dahin, ciao!